Ich möchte das, was ich zu sagen habe, gewissermaßen in drei Bildern sagen. Das erste Bild. Lieb, ich bin von Herzen jedem Krieg Feind. Ich möchte nicht mit der kleinen Fingerspitze in meinem Leben noch einmal etwas zu tun haben, in irgendeiner Form mit Krieg. Aber es gibt einen Krieg, den ich ernsthaft doch nicht loswerde. Und das ist der Krieg, dass der Teufel gegen meine Seele streitet. Und dazu Fleisch und Blut alarmiert. Ach, wenn ich so denke, was diese Schar Männer und junger Männer, wenn sie es ernst nehmen, für Kämpfe auszufechten haben, um ihren Christenstand. Habe ich recht, Genossen? Ja. Mit diesem Krieg werde ich nicht los. Kann mir einer sagen, gibt's denn wirklichen Teufel? In jedem Krieg gehört zur besonderen Kunst, dass man sich tarnt. Wenn ich so Manöver sehe, und da laufen Soldaten rum und haben so Zweige auf dem Helm, dann amüsiere ich mich immer, nicht? Weil ich an den kommenden Atomkrieg denke, wie der wohl mit den Zweigen fertig wird. Aber das gehört, die Tarnung gehört dazu, dass. Und darum werden die Amerikaner einfach nicht fertig in Vietnam. Die sehen ja ihren Gegner nie. Der sehen wir im Dschungel, nicht? Der Teufel hat in diesem Kriege die Kunst der Tarnung aufs Vollendete getrieben. Dass die ganze Welt sagt, es gibt ihn gar nicht. Also ich weiß, dass es ihn gibt. Und nun muss ich etwas reden, das mein erstes Bild von der Strategie, oder vielmehr von der Taktik des Teufels. Ich war im Ersten Weltkrieg bei Verdun als Offizier in einem Artillerieregiment. Und da haben wir in einer Schlucht, in der Anschlucht am Fort Douaumont, lange Zeit große Schwierigkeiten gehabt. Wir lagen dem einen Hang und an dem Hang da drüben waren die Franzosen. Und das für uns Unerträgliche war, wo kriegen die eigentlich ihren Nachschub, ihre Munition, ihren Ersatz her. Wir haben also, ich habe meinem Scherenferner stundenlang den Hang da drüben beobachtet. Ich sah nirgendwo einen Weg. Wir haben nachts mit Feuer dahin gestreut, aber sie saßen da fest. Und wir sagten uns, da muss irgendwo ein Anmarschweg sein, diese Stellung. Und ich erinnere mich, wie an einem Abend kurz ist ganz dunkel wird. Ich mein Scherenfernrohr drehe und sehe auf einmal eine unvorsichtige Feldküche etwas voreilig in Stellung gehen. Da war offenbar ein Weg so halb verdeckt vom Hang. Plötzlich hatte ich einen Anmarschweg des Gegners entdeckt. Jetzt frage ich euch, was habe ich wohl gemacht? Habe ich durchgegeben, Vorsicht, da nicht hinschießen, da bewegen sich Leute nachts. Ja. Im Gegenteil, das gehört zum entsetzlichen Krieg, dass man das sofort nach hinten meldet, da geht der Anmarschweg. Und nun wurde natürlich die ganze Nacht mit allen Kanonen auf den Anmarschweg geschossen. Die Stellung der Franzosen war drüben nach 3 Tagen unhaltbar geworden. War nur ein kleines Stückchen, so ein Hang. Dazu braucht man nicht General zu sein, um zu kapieren, dass es eine ganz große Sache ist, wenn ich den Anmarschweg des Gegners weiß. Den nehme ich unter Feuer. Klar, nicht? So. Und so schlau ist der Teufel auch. Und er hat rausgekriegt, der Anmarschweg zu erkennen, Erkenntnis Gottes und der Anmarschweg zur Erkenntnis des eigenen Herzens und der Anmarschweg zur Erkenntnis des Heiles Jesu Christi und der Anmarschweg zum Seligwerden und der Anmarschweg zum Himmel ist die Bibel.
Wenn der Mensch die Bibel nicht hat, ist er völlig, dann ist er auf seine Fantasie angewiesen, nicht? Versteht ihr? Die Bibel ist der Anmarschweg zur Erkenntnis des lebendigen Gottes und zum Frieden mit Gott und zum Himmelreich, zu allem. Ja, und da hat der Teufel natürlich sich gesagt, also muss ich mit der gesamten Armee auf den Anmarschweg schießen. Und darum ist die Bibel unter Feuerseife existiert. Das ist überhaupt nichts Neues. Schwerstes Geschütz, da kommen die Atheisten und sagen, das Ganze ist eine Erfindung. Und dann kommt leichtes Geschütz, davon spreche ich dann gleich noch. Das sind Theologieprofessoren, die auch noch gläubig sind, aber, und dann all die kleinen Leute, die davon was mitgekriegt haben, das so weitertragen. Natürlich die Bibel, aber, ne? Das ist kein Naturkundebuch und so weiter. Dann Maschinengewehrfeuer, du liest noch die Bibel so in Betrieb. Was, du liest noch die Bibel? Bist du doof? Versteh. Der Teufel schießt mit allen Rohren auf den Anmarschweg zum Reiche Gottes. Und das war vor alter Zeit so und ist heute auch. Wenn man also sagt, in der modernen Zeit, sage ich, das ist gar nichts Neues. Seit ich denken kann, als Student schon, da gab es Professoren, die uns zu Gottes Wort einführten, und da gab es Professoren, die alles runterrissen. Da habe ich mit den Ohren geschlackert und habe an Verdun gedacht, der Anmarschweg wird beschossen. Nicht? Ich glaubte das nicht. Versteht? Es muss ja so sein, dass die Bibel den Menschen ärgert. Denn seht, in der Bibel spricht der Gottesgeist, und der ist genau entgegengesetzt dem Geist des Menschen. Die Bibel bürstet gewissermaßen immer gegen den Strich. Verstehst du? Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Da kriegte ich zwar so im Anfang des Dritten Reiches, des Nazireiches, den Auftrag, ich sollte in einer höheren Schule jeden Montagmorgen Schulgottesdienst halten. Damals war das noch nicht so wie heute, wo sie alle Ja sagen. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich mal einen Text suchen, der nicht von vornherein die Studienräte ärgert. Wo sie so ein bisschen zustimmen können. Und dann habe ich die Bibel durchgesucht. Ich fand keinen. Wenn ich näher nachsehe, widerspricht jedes Wort der Bibel meinem natürlichen Denken. Jedes Wort. Nicht so ein Wort, seid männlich und seid stark, denke ich, das passt doch. Und auf einmal ging mir auf, wie kann ich denn einem schwachen Menschen befehlen, sei stark? Das ist ja wahnsinnig, nicht? Kann einem schwachen Menschen nicht sagen, hier, so einer wie ich, heb mal eine Hantel so von 3 Tonnen. Doch. Auf einmal ging mir auf, Mann, jedes Wort der Bibel ist ja gegen unsere Vernunft. Ich fand keins. Und darum fällt es dem Teufel verhältnismäßig leicht, weil er ja die Vernunft, die unerleuchte Vernunft auf seiner Seite hat, den Anmarschweg zum Reiche Gottes unter Feuer zu nehmen. Ich bitte euch also als erstes, wenn was gegen die Bibel gesagt wird, grobes Geschütz oder leichtes Geschütz, dann müsst ihr heimlich ein bisschen grinsen und denken, Spiegelberg, ich kenne dir. Das kommt also in der deutschen Klatschliteratur vor, dieses Wort. Dann müsst ihr ein bisschen grinsen und denken, das beweist noch nichts. Der Teufel schießt mal wieder auf den Anmarschweg. Das beweist noch gar nichts. Damit im Kommenden keine Missverständnisse entstehen, die sind nämlich tatsächlich möglich, möchte ich also, ich jetzt hier persönlich zu diesem ersten Bild beginnen, so wie meine Mutter mir mal gesagt hat, ich glaub's, wie es da steht. Meine Mutter stammte von Württemberg und wohnte auf der Schwäbischen Alb. Und da war ich ein wenig kritischer Student und da sagte sie, ich glaub's, wie da steht. Und das sage ich heute auch, wenn einer Zweifel hat. Und wenn einer sagt, aber bitte die Schöpfungsgeschichte, dann sage ich sogar da. Ich halte es mit dem Professor für theoretische Physik, der mehr davon versteht, Professor Gruner aus Bern, der zum
biblischen Schöpfungsbericht gesagt hat. Wenn dann einmal die Wissenschaft alles weiß, dann wollen wir sehen, wie weit sie vom biblischen Schöpfungsbericht abweicht. Bis dahin aber, dass die Naturwissenschaft noch lange nicht alles weiß, halte ich mich an der Bibel. Aber das ist meine persönliche Stellung, das lege ich keinem als Gesetz auf. Ich möchte nur als erstes sagen, es gehört sich so im Krieg Satans, der gegen die Seele streitet und unsere Seligkeit, dass er den Anmarschweg Gottes Wort unter Feuer nimmt. Ist das klar? Jetzt kommt der zweite Bild. Lieben Brüder, ihr tut mir, um das zwischendurch zu sagen, grauenvoll leid, dass ihr jetzt also 2 Stunden hier auf einem Fleck sitzen sollt, ohne euch zu rühren, nicht? Ich schlage doch vor, dass wir vor dem zweiten Bild aufstehen und stehen eben und versingen. Einverstanden? Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, wer es nicht kann, soll sich genieren und sitzen bleiben. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als Feuerwächter stehen, die Tag und Nächten immer steigen und die Gottlos den Feinden gegen gehen. Ja, deren soll die anderen umdrehen und alle Völkerscharen zu dir bringen. Hat's gut getan. Jawohl. Das zweite Bild, als erstes als Bibel, als Anmarschweg. Als der Herr Jesus, der Sohn Gottes, vom Teufel versucht wurde, zeigte er ihm alle Reiche der Welt. Aber das war ein Bild, wie der Teufel die Vorhänge wegschob am Horizont und der Herr Jesus, wir sahen jetzt ein bisschen Japan und Hongkong, aber alle Reiche der Welt in einem Augenblick und ihre Herrlichkeit, nicht in einem Flug, der Teufel, der retuschiert, versteht, der retuschiert. Ihr Gefängnis und Schlachtfelder zeigt er nicht. Und dann sagt er, das gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da antwortet Jesus, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, du sollst anbeten, Gott, dein Herrn. Das heißt, der Sohn Gottes hat sich zurückgezogen in die Burg des Wortes Gottes. Von da aus hat er sich verteidigt. Und das zweite Bild, das ich brauchen will, ist, die Bibel ist mir eine Burg geworden. Eine Burg, damit ich in dieser verrücktgewordenen Welt feststehen kann. Ich bin jetzt ein uralter Mann, der nur noch mit Mühe sich aufrecht erhält, von 68 Jahren. Und wenn ich auf die 68 Jahre zurücksehe, wie doch jeder Tag seine Versuchungen hatte, zum Unglauben, zur Sünde, da wäre ich längst erlegen, wenn ich nicht einfach die Tür zugemacht hätte und gesagt, so, jetzt lese ich meine Bibel. Frau, wenn Telefon schellt, ich bin jetzt nicht da. Ich habe mich in die Burg der Bibel zurückgezogen. Die Bibel ist ein Fort. Ich bin heute Morgen auf diese Burg darauf gegangen. Na, heute kann man sich damit nicht mehr verteidigen, aber schön ist sie, da in Esslingen. Schön. Ja, so ist die Bibel eine Burg, aber in der man sich heute noch verteidigt. Und nun sagen die Leute im Jahr 1965, eine Burg ist ein bisschen unmodern, wir müssen sie umbauen. Da kommen die Ersten und sagen, wir müssen ein bisschen dran bauen. Diese alte Burg, die ist 2000 Jahre und noch älter, ganz schön, weißt du, wir müssen ein bisschen dran bauen. Sie genügt noch nicht. Seht ihr, da kann man noch einen Flügel anbauen und da kann man noch einen Flügel anbauen. Und möchte ja am liebsten Examen halten, welche Leute das etwa sind, die an der Burg der Bibel noch dran bauen wollen. Na, zum Beispiel. Türe?
Bitte? Ganz richtig, neue apostolischen. Ich habe den Oberapostel, den früheren, sagen hören, die Bibel ist Gottes Wort, aber das ist darum Brot des Lebens, aber altbackenes Brot des Lebens. Wir backen heute täglich als Apostel frisches Brot. Da wird dran gebaut an die Burg. Oder wer noch? Na, sehr naheliegend, die römische Kirche. Ich habe nie gelesen von einer Himmelfahrt Marias. Aber das gehört bei denen zur christlichen Lehre. Da hat man dran gebaut. Sie sagen Bibel und Tradition. Bibel und was die Konzilien lehren. Das sind Anbau. Oder in Württemberg, da krebst ab und zu noch in den Häusern ein merkwürdiger Mann rum, der heißt Lorbeer. Habt ihr von dem mal gehört? Johannes Lorbeer. Der hat 7 Bibelbücher zur Ergänzung der Bibel geschrieben. Ab und zu finde ich den Unsinn. Engeloffenbarung durch die Magengrube zum Beispiel. Ein großer Abschnitt. Engeloffenbarung durch die Magengrube. Könnt ihr euch vorstellen, was da möglich ist, wenn der Engel sich erst durch die Ohren offenbart. 7 Bände zur Ergänzung der Bibel. Versteht? Das ist die eine Gefahr. Du, die Burg der Bibel genügt nicht. Man muss modern sein. Man muss einen modernen Flügel anbauen. Bitte, lieben Freunde, passt auf, dass wenn euch einer sowas erzählen will, ihr sagt, mir genügt die Burg, die meinem Heiland genügte. Jetzt kommen die anderen und sagen, dranbauen braucht man nicht, aber da muss man abreißen. Da muss einiges weg. Wir etwa so einer alten Burg, da sind noch Türme und Schanzen, die nicht mehr gebraucht werden, reißen wir die erstmal ab. Wir können das Ganze etwas übersichtlicher machen. Das ist die zweite Sorte, die abreißen will. Zum Beispiel, da lege ich neulich auf einer Konferenz ein Wort aus dem Alten Testament. Da kommt so ein lieber Bruder, so waren Schwabe, die tifteln so, nicht? Und sagt, ja, das ist nur für Israel geschrieben. Ach, sei wie schrecklich, und das habe ich nur ausgelegt für Christen. Ja, weißt du nicht, dass man das einteilen muss? Das ist nur für Israel und das ist nur dafür. Das sage ich, da muss ich erst abwarten, bis du mir sagst, was mir gilt. Nee. Also, mir ist die Bibel von vorne bis hinten für mich geschrieben, ja? Sind wir uns einig? Das ist dummes Zeug, lasst euch nicht so dumm machen, dass euch plötzlich Leute ein Stück abreißen wollen und wollen das wegtransportieren woanders hin. Oder, die Nazis, die kamen an, das wissen die Jungen nicht mehr, und sagten, gut, ihr könnt das Alte Testament, die Neue Testament gebrauchen, aber das Alte, das ist ein Judenbuch. Und schon schrie die ganze Meute der Christen, na ja, wir können ja aufs Alte Testament verzichten, wenn wir das Neue haben. Wer einmal das Neue Testament gelesen hat, weiß, dass das Unsinn ist. Versteht? Aber da wurde also der Flügel Altes Testament abgebaut. Nun kommt heute eine moderne Theologie, da ist in Tübingen ein Professor Käsemann, der kommt aus meiner Jugendarbeit, stellt euch mal vor, kann man die Haare raufen, darum habe ich keine mehr. nicht wahr, und sagt, ja, so, nicht, das ist Mythos und das musst du raustun und das musst du das noch hören, und da bleibt nicht mehr viel übrig. Der reißt meine Burg so zusammen, dass überhaupt nicht mehr viel da ist. Das ist also eine gefährliche Sache, ob man dazu baut oder abbaut. Und das jetzt, darf ich mal fragen, sind höhere Schüler hier mal Hand hoch? Ja? Sind Leute hier, die Religionsunterricht in der Berufsschule haben? Mal Hand hoch? Ja? Also ich muss mit denen reden. Dieser Abbau kann in einer höchst subtilen, zarten Form geschehen. Etwa so. Wie ich noch Penäler war, da sagt unser Religionslehrer, natürlich ist die Bibel kein Geschichtsbuch, sie ist kein Naturwissenschaftsbuch. Und da habe ich in meinem Herzen eine Türe zugemacht und gesagt, also was ist denn dann? Und habe die Bibel weggetan. Und ich bin Jahre in meiner inneren Entwicklung aufgehalten worden und zur Gottlosigkeit gekommen, durch diesen Salat.
Das ist wahr nicht. Oder es kann so gesagt werden, dieser Abbau. Man beruft sich auf den guten alten Luther, der sich ja nicht wehren kann, weil er links im Grabe liegt. Und sagt, Luther hat gesagt, die Bibel gilt für uns soweit, als sie Christum treibet. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Soweit, als sie Christum treibet. Das klingt so fromm. Und ist ein Bombenschwindel. Luther hat es im ganz anderen Zusammenhang gesagt. Denn nun muss ich fragen, was treibt denn in der Bibel nicht Christus? Ich habe dir eine Neuigkeit, einen solchen Vortrag gehalten. Was Christum treibt, das geht uns an. Ja, Moment mal. Lieber Amtsbruder, treibt das vierte Buch Mose, wo von Opfergesetzen steht, Christum? Nein, nein, sagt er, das natürlich nicht. Da sage ich, pass mal auf. Ich komme mal ins Zimmer, als meine Mutter noch lebte. Da sitzt meine alte Mutter über der Bibel und sagt, Wilhelm, herrlich, herrlich. Ich sag, was liest denn das vierte Buch Mose? Ja, da sag ich, das sind doch bloß so Opfervorschriften und so Sachen. Da sagt sie, merkst du das nicht, dass es alles auf den Hinweis auf der Heiland ist? Du kannst doch das Opfer Jesu gar nicht verstehen. Wenn du nicht gelesen hast da, was das heißt, ein Opfer. Da sagte ich, für meine Mutter trieb das vierte Buch Mose Christum. Nicht? Damit ist gar nichts gesagt. Nach meiner Erkenntnis treibt von der ersten Zeile bis zur letzten die ganze Bibel Christum. Das ist bloß so eine Finte, um abzubauen. Oder neulich hörte ich in einem Vortrag, da sagt einer, das Wort war Fleisch, wie Jesus in den Windeln lag, so liegt das ewige Wort in den Windeln menschlicher Worte. Da habe ich gefragt, Moment mal, wer stellt denn fest, was Kind ist und was Windeln sind? Man kann ja nicht nur ein Kind mit Bade, sondern auch mit Windeln ausschütten, ja? Versteht? Also das ich bedauere, dass ich es nicht etwa klar machen kann. Nur ein Beispiel. Ich habe eine Bibelstunde gehalten, mal als junger Kerl, wie Mose an den Felsen schlägt, und es gibt Wasser. Und da habe ich gesagt, wie Gott an sein Volk denkt und sie versorgt. Und wie ich fertig war, da war ich ganz stolz, habe ich eine schöne Stunde gehalten. Passiert mir heute nie mehr. Und da komme ich runter. Und da steht ein alter Bruder Böhm, er ist jetzt in der Ewigkeit, und sagt, das war eine arme Sache. Die hat ein großes Schuhhaus, Kaufmann. Und da ging ich doch so ein bisschen hoch, ich war ein junger Kerl, und sage, na hör mal, Bruder Böhm. Da sagt er, bei mir steht im Neuen Testament, der Felsen, der nachfolgte, war Christus. Der geschlagene Fels, der Lebenswasser gibt, ist Christus, sagt Paulus. Davon habe ich nichts gehört. Da habe ich Kugelaugen gemacht und gesagt, das habe ich noch gar nicht gewusst, dass Jesus Christus so im Alten Testament vorkommt. Versteht ihr? Ich dachte, das wäre ein Windeln, war aber Kind. Versteht ihr, wie ich meine? Lasst euch auch mit subtilen Reden die Bibel nicht abbauen. Wenn du was nicht verstehst, dann lass es auf sich beruhen, dann versteht's ein anderer. Also, du brauchst nichts dazu zu bauen, der Burg, du brauchst nichts abzureißen von der Burg. Und jetzt kommt's Kritischste. Du brauchst auch die Mauern dieser Burg nicht zu stützen. Da gibt's also in der ganzen Welt so viele, die haben die Lehre von der Verbalinspiration. Das heißt, jedes Wort der Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Kennt ihr das? Jedes Wort ist von Gott inspiriert. Und wer das nicht glaubt, der kriegt auf den Hut gehauen. Wir müssen die Mauern der Burg stützen mit dieser Lehre. Sei Moment mal. Die Bibel ist meine Burg. Der glaube ich vom ersten bis zum letzten Wort. Aber da brauche ich keine Lehre.
die sich stützt. Ihr müsst jetzt gut aufpassen, dass keine Verwirrung gibt. Mich interessiert dieser Streit über die Bibel nicht sehr. Offen gestanden. Die einen wollen abreißen und die anderen wollen die Mauern stützen. Diese Lehre von der Verbalinspiration stammt von den schlimmsten Feinden alles lebendigen Glaubens, von den Orthodoxen in der Zeit nach Luther. Die haben das Wort von der wörtlichen Inspiration jedes Wortes erfunden. Da bin ich schon misstrauisch. Ich habe nachgeforscht, die Reformatoren haben überhaupt keine Lehre über die Bibel gehabt. Und ich habe unserem Freund Liebrich gesagt, ich rede eigentlich nicht so arg gern heute Mittag über die Bibel. Ich rede lieber über den Inhalt der Bibel. Versteht? Die Reformatoren haben keine Lehre über die Bibel gehabt. Sie haben gehorcht, was drin stand. Es gibt in Russland heute noch eine ganz lebendige christliche Bewegung. Das sind die Evangeliumschristen. Da sind die Stundisten und die Baptisten zusammengeflossen. Ich hörte, dass sie also in Moskau 8000 oft in ihren Gottesdiensten haben. Und der Leiter, der frühere Leiter der Evangeliumschristen, hat mich mal besucht. Er ist in Deutschland dann gestorben. Ivan Stepanowitsch Prochanow. Der wurde von der orthodoxen Kirche sehr verfolgt. Und da sagte er, Bruder Busch, in unserer Kirche, also er sprach sehr gebrochen Deutsch, er hatte so schöne Ausdrücke, er sagte, ich bin frisch wie eine Gurke, oder wenn einer klagte, dann sagte er nur getrost, Bruder, es kommt noch schlimmer, und so, nicht? Ja. Und er sagte, in unserer Kirche, in der orthodoxen Kirche, wurde uns im Gottesdienst die Bibel mit Leder gebunden, mit Diamanten verziert, hingehalten und wir küssten sie. Aber keiner sagte uns, was drinsteht. So kann man einen großen Respekt vor der Bibel haben und kann eine Lehre über die Bibel haben, über die Verbalinspiration, aber man liest sie nicht. Und darauf pfeife ich. Seht ihr, ich bin also nun 30 Jahre Jugendpfarrer gewesen, ich hab's aufgesteckt, weil mein Bart kaum zu bändigen ist, so alt werde ich. Und da habe ich es dann aufgesteckt. Aber es kamen viele junge Männer zu mir und sagten, ja, was soll ich von der Bibel halten? Ich sage, Mensch, lies sie. Ja, muss ich nicht vorher glauben, dass es Gottes Wort ist? Ich sage, du brauchst keine Vorleistung. Und das möchte ich all den Alten mal sagen. Verlangt nicht, ehe der Mensch anfängt zu lesen, die Vorleistung des Glaubens. Ein junger Mensch fängt an und sagt, ich kann die Schöpfungsgeschichte nicht glauben, sag ich, mach nichts, lies mal weiter. Und wenn du durch bist, hast du dein Heiland gefunden. Und dann liest du ein zweites Mal und vieles, was du nicht fassen konntest, geht dir beim zweiten Mal auf. Und beim dritten Mal erst recht. Wie ich zum Glauben kam und Prediger wurde, da habe ich vieles mit nicht verstehen können und auf sich beruhen lassen. Heute nehme ich die ganze Bibel an mein Herz. Aber damit habe ich nicht angefangen. Versteht? Und ich halte es, jetzt rede ich seelsorgerlich, für verkehrt, einem jungen Menschen eher anfängt zu lesen, sagen, muss aber glauben, dass jedes Wörtlein hier wahr ist. Sei, du brauchst keine Vorleistung. Fang mal an zu lesen. Und dann tritt dir aus den Seiten der Bibel der Herr entgegen. Man braucht keine Lehre, um die Mauern der Bibel zu stützen. Fang an zu lesen und du bekommst immer mehr Licht. Ich mache überhaupt mit Leuten über die Bibel nicht diskutieren, ehe ich sie frage, sag mal, hast du jeden Tag wenigstens eine stille Viertelstunde, wo du ganz still für dich liest? Nicht, wollen wir nicht weiterreden. Ne? So, jetzt kommt mein drittes Bild. Seid ihr alle noch wach, alle bei? Ich würde doch wieder vorschlagen, vom dritten singen wir noch mal einen Vers. Alte über 90 dürfen sitzen bleiben. Diesmal beten wir mal an mit dem Vers, selig, ja, selig ist der zu nennen. Können wir den Vers? Gut, stehen wir auf. Selig, ja, selig ist der zu nennen, der
singt Halleluja anders, im Himmel singen wir es miteinander alle richtig. Also, man braucht nichts zu tun, man braucht nichts abzubauen, man braucht es nicht zu stützen mit Lehren. Die Bibel ist so eine Burg. Und nun kommt dann das Dritte, auch im Jahr 1965, in der modernen Welt. Nun muss ich erst mal ein Wort sagen über die moderne Welt. Mir hängt das Wort von der modernen Welt ein bisschen zum Hals raus. Gestern sagte der Professor Butler Meipzig, ihm hing das Wort von der pluralistischen Gesellschaft zum Hals raus. Es gibt so Worte, Ballungsraum der modernen Industriegesellschaft. Esslingen ist einer, das Ruhrgebiet ist noch ein größerer Ballungsraum. Und zu diesen Worten, mit denen man heute so die Menschen erschreckt, ist das Wort der moderne Mensch. Darf ich euch erstmal im Vertrauen mitteilen, dass ich auch ein moderner Mensch bin? Ich habe viele Fluchkilometer hinter mir, ich kann Auto fahren, ich lese moderne Romane, ich wüsste nicht, was mir fehlt, nicht? Am modernen Menschen. Ich glaube, der moderne Mensch wird einfach angepeilt als ohne einer, der einfach nicht mehr glauben kann. Ich will aber sagen, natürlich hat die Welt sich geändert. Mein Großvater auf der Alp, der wusste noch nichts von Kaugummi. In Amerika machen sie alle Kaugummi. Naja, also er wusste auch nichts von Flugzeugen und Autos und so. Mein Vater sagte mal, ich hätte drei Wünsche. Ein Auto haben, das kam damals erst auf, und mal nach Amerika kommen, und höchster Wunsch, eine Schreibmaschine haben. Und ich habe die drei Wünsche erfüllt, also bin ich doch ein moderner Wunsch, nicht? Ja. Mein großer Landsmann Goethe, wir stammen beide von Frankfurt, Goethe kann sich freuen. Mein großer Landsmann Goethe hat das große Wort gesagt, die Menschheit schreitet immer fort, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Die Menschheit schreitet immer fort, und der Mensch bleibt immer derselbe. Lieben Freunde, Gott ist Wirklichkeit, auch im Jahr 1965. Dann ist die Frage nach dem Frieden mit Gott genauso aktuell heute wie in der Reformationszeit oder zur Zeit des Paulus. Das hat mit Flugzeugen und Motoren nichts zu tun. Es gibt Wirklichkeiten, die bleiben. Schon im sichtbaren Bereich, Mutterliebe. Nicht, das ist eine Sache, die wandelt sich nicht, die bleibt. Die ist immer da. Versteht ihr? Und die Sehnsucht des Herzens nach Frieden mit Gott. Mann, das wird also in der zukünftigen Welt genauso sein. Ich war vor kurzem in New York auf dieser Weltausstellung. Und war eine fantastische Angelegenheit. Da guckte jeder bloß die Ausstellung der großen Firmen an. Ford und so. Die hatten ein riesenlanges Gebäude, da stieg man in den Zug und sah so in Bildern die Welt von 2000. Landung auf dem Mond, Straßen, wo du nicht mehr läufst, sondern wo die sich bewegen. Da springst du nur auf die richtige Fahrbahn, dann bewegt die Straße und so, nicht? Aber in dieser Welt, ich wurde müde, ich setze mich auf eine Bank, und da kommt ein Farbiger und setzt sich zu mir und wir kommen in Gespräch. Ich kann nicht viel Englisch. Und dann auf einmal waren wir bei Jesus und ich merkte, in dieser ganzen Zukunftswelt, dieser Weltausstellung, dass die Sehnsucht des Menschenherzens nach dem lebendigen Gott, der Wirklichkeit, immer dasselbe. Darum soll man nicht so, wenn du auf das Thema kommst, nicht so furchtbares Geschrei mit den modernen Menschen machen. Man kann es nie mehr gut hören, nicht? Der moderne Mensch geniert sich ja langsam, wie ernst die Kirche nimmt. Und seht, für den modernen Menschen ist die Bibel so wichtig. Weil sie, bitte jetzt hört gut zu, die einzige Stelle ist, durch die Gott mit mir redet. Das ist mir erschütternd aufgegangen in meinem Leben. Also ich kann davon reden, dass Jesus das Wort Gottes ist, das Fleisch gewordene, nicht? Und durch ihn rede, aber das bekomme ich in der Bibel. Und die
möchte man sagen, die Führung in meinem Leben, die Verbindung mit dem lebendigen Gott, bekomme ich durch die Bibel. Da kommt ein Mann zu mir und sagt, Herr Pastor, ich gehe nicht in die Kirche. Ich sage, schade für Sie, ne? Was machen Sie denn? Er sagt, sonntags morgens gehe ich in den Wald, nicht wahr? Und da höre ich Gottes Stimme im Wald. Ist nicht wahr, habe ich gesagt. Trost und Führung bekommen Sie nur hier. Ich habe das Bild gebraucht vom Telefon. Ist nicht ganz gut, aber müssen wir verstehen. Wenn ich die Bibel aufschlage, weiß ich am anderen Ende, ist der jetzt lebende Gott, nicht ein Alter, der jetzt lebende Gott. Und manchmal lese ich und höre mich, und dann muss ich fast weinen und gehe auf die Knie und sage, Herr, ich lese Wort, aber ich höre dich nicht. Rede, Herr! Und dann geht mir auf, ich war ungehorsam, er spricht nicht. Und dann muss ich Buße tun, mich reinigen. Und dann schlage ich wieder auf und auf einmal fängt jedes Wort an zu leuchten. Er redet durch das Telefon. Die Bibel ist ein lebendiges Wort. Versteht ihr? Ein lebendiges Wort. Die Bibel selber braucht da wunderbare Worte, Samen der Wiedergeburt und so weiter, nicht? Ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Lassen wir mal das Bild vom Telefon als drittes. Der jetzt lebende Gott ist am anderen Ende der Strippe, wenn ich die Bibel aufschlage. Und redet. Mensch, ich habe das erlebt, da kommt, gleich nach dem Kriege habe ich eine Evangelisation in Bonn. Und da kommt ein Student mit der abgebrachten Offiziersuniform. Sagt der Pastor, ich habe Ihre Vorträge gehört. Ah, ist das schön. Aber nichts für mich. Wenn Sie wüssten, durch welchen Schmutz wir gegangen sind, was in meinem jungen Leben geschehen ist, an Grausamkeit, an Ungerechtigkeit, das kann Gott nicht vergeben. Ich sage, Sie sind zu mir gekommen, um das zu sagen. Ja, sagt er, Sie sagen das so lauthals, es gilt nicht für Leute wie mich. Seien Sie vorsichtig. Und da kam das ganze Heimweh seiner Seele zum Ausdruck. Dann sage ich, hier ist eine Bibel, lesen Sie mal laut vor. Und schlug auf Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich sage, wer sagt denn das? Der Herr? Ich sage, ist der gestorben? Ich habe die Beerdigung nicht mitgekriegt. Nein, sagte er, der lebt. Das spüre ich im Gewissen. Der spricht mit wem denn? Ja. Ich sage, mit dem, der das Telefon abnimmt, Sie haben es jetzt abgenommen, lesen Sie noch mal. Da sagt er, das sagt er mir, ihn. Und dann liest er, da war ein Staunen drin, war Naturwissenschaftler. Fürchte dich nicht. Sagt der Gott, der jetzt lebt, zu mir, Sünder. Ich hab dich erlöst. Das kann doch gar nicht sein. Ich sage, das ist Jesu Kreuz auf Golgatha, verstehen Sie? Ich hab dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da wird er ganz bleich und sagt, dann kann ich nur noch niederfallen und danken. Dann knieten wir nieder und dann strömt es heraus. Herr, du hast mit mir gesprochen von Jesu Kreuz. Du hast mich erkauft. Danke dir. Der Begriff das, der jetzt lebende Gott sagt mir was, das ist die historische alte Geschichte, interessiert mich gar nicht. Die Bibel ist ein lebendiges Wort. Und ich möchte nicht zu lange jetzt festhalten, aber in diesem Teil, also die Bibel ist ein Anmarschweg, die Burg, die nicht verändert wird, nicht gestützt wird. Die Bibel ist lebendiges Wort. Versteht, ihr braucht keine Theorien. Lasst euch nicht auf Streit über die Bibel ein. Dummes Zeug, lest sie. Hört am Telefon, nicht? Versteht? So, das jetzt lebende Gott redet. Ein lebendiges Wort.
Davon möchte ich noch einiges bezeugen. Ich habe ein Bild gebraucht, das habe ich wahrscheinlich in Esslingen schon erzählt, aber es macht nichts. Ich war im Ersten Krieg, gab es noch keine Funker, Telefonisten, da musste man mit so einer Drahtrolle und Telefon auf eine Höhe laufen. War ich noch nicht Offizier. Und da lag ich auf einer Höhe, da waren wir eingesehen und versuchte Verbindung mit der Feuerstelle zu kriegen. Der Hauptmann wollte gleich kommen, von da aus Feuer kommandieren. Und da kommt daher ein verwundter Infanterist von vorne quietschvergnügt. Ich sag, hau dich hin, Mensch, wir sind eingesehen hier. Und dann legt er sich hin und robbt dann zu mir hin. Er hatte so einen schönen Heimatschuss hier durch den Arm und freute sich, nach Hause zu kommen und war quietschvergnügt. Und, die Deutschen sind so gern im Kriege, glaubt es mir nicht. Und da sagt er, du hast aber einen altmodischen Apparat. Ja, sag ich, ich habe einen altmodischen Apparat. Tü, Feuerstellung, versteht ihr mich? Hör mal, da ist ja ein Stück weggeschossen, da war ein Granatsplitter in der Ecke weggeschlagen. Ja, da ist, sei mir still. Ich versuche Verbindung zu kriegen. Und er kritisiert, ach, was habt ihr da Klemme, die sind ja ganz locker, Mensch. Ja, sagt, der Apparat ist alt, aber sei mal still. Und der resoniert immer an meinen Apparat herum. Schließlich sage ich, Moment mal, in Apparat. Ich sage, hör mal, Bruder Infanterist. Du kritisierst dort ein Apparat rum. Das ist ganz wurscht, wie der ist. Ich muss hören. Deine Kritik langweilt mich, die stört mich, die ist mir langweilig. Ich muss hören. Verstehst du? Hau jetzt ab. Na, da haut der ab. So geht mir's heute. Ich lach die Bibel auf. Mensch. War vor der Woche noch in der Schweiz, in Bienne. Eine schwierige, gewaltige Evangelisation. Und da liege ich nachmittags zu meinem kranken Herzen im Bett und es will nicht recht. Und ich habe eine Angst, da kam so viel Jugend von der Straße. Und ich denke, ich, alter Kerl, schaffe es nicht. Und ich lese, Herr, rede doch. Und da lese ich, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern Gottes Erbarmen. Herr, sage ich, da willst du die Evangelisation machen? Wie schön. Herr, ich schmeiße den ganzen Zirkus hin, nicht? Ich werfe den ganzen Kram hin. Versteht ihr? So lebendig redet Gottes Wort. Und da kommen um mich rum dauernd Leute und kritisieren an der Bibel. Ja, die fünf Bücher Mose, das ist aus der Zeit und das ist unecht. Das eine, hör doch schon auf, Mensch, ich muss hören. Die Stimme des lebendigen Gottes. Da kann ich eure blödsinnige Kritik nicht anhören. Nicht? Ich wünsche euch, dass ihr immun werdet gegen das Gerede über die Bibel, dass ihr Leute werden den Hörer am Ohr haben. Nur so bekommst du Führung in dein Leben. Es vergeht kein Tag, wo der Herr mich nicht führt durch sein Wort. Aber ich lasse mich bezeugen noch ein paar entscheidenden Stellen. Könnt ihr noch einen Moment zuhören? Wenn er Nein sagt, hilft es euch auch nichts. Das erste, die entscheidendste Stunde meines Lebens war, wie ich als junger Offizier auf einmal ohne Menschen zu den entdeckte, da ist mein Freund, jetzt liegt tot vor meinen Füßen, als wäre es ein Stück von mir. Und wenn ich den nächsten Schuss kriege, dann komme ich in die Hölle. Und plötzlich war ich auf Gott gebracht und wusste, seine Gebote gelten. Ich habe sie alle übertreten. Und da bekam ich Angst und suchte, wie kann ich selig werden. Mich interessierte nichts mehr, als wie kann ich selig werden. Meine Kameraden sagten, ich führte schon eine Batterie damals als junger Kerl im aktiven Regiment. Meine Kameraden sagten, du wirst hintersinnig, du hast einen religiösen Vogel. Ich sage, lass mich in Ruhe, Mensch, wir fahren in die Hölle. Und dann bekomme ich auf die wunderlichste Weise eine Bibel in die Hand. Und blättere nur so, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Meine Freunde, so eine Stunde vergisst man nicht, dass Jesus Christus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen. Das stand ich, junger Offizier. Sünder, das war ich. Das brauchte mir kein Pastor zu erklären. Selig werden, was das genau war, wusste ich nicht, aber das wollte ich.
Wenn Jesus Sünder ledig macht, dann muss ich jetzt Jesus anpeilen. Und dann habe ich ein Vierteljahr Menschen rumgetastet, wo finde ich Jesus? Christliches Elternhaus war wie weggeblasen. Und da kommt das zweite Erlebnis mit der Bibel. Ich forschte, half mir kein Mensch. Und ich war voll Unruhe, Herr Jesus, ich muss dich finden, ich kann morgen einen Schuss im Kopf kriegen. Da bin ich in der Hölle, wenn ich dich nicht habe, wo finde ich den? Im Casino socken sie, der Feldprediger predigte davon, dass Deutschland hoch in Ehren. Kein Mensch sagte, wo ich Jesus finden kann. Und dann lese ich eines Tages das Wort Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Mehr brauchte ich nicht. Da schloss ich mich ein und sagte, Herr, ich komme. Wie ich bin, ich kann dir nichts versprechen. Du hast dich festgelegt, Herr Jesus. Du kannst nicht mehr zurück. Du hast versprochen, bist du ein Lügner oder nimmst mich jetzt an. Mich gern. Versteht, da ging mir auf, wie das Anmarschweg zum Leben ist. Wie das in mein Leben hineinredet. Da habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wie ich aufhören wollte, Pfarrer zu werden. Die muss ich noch erzählen. Da bin ich bei einer Freizeit in Holland als junger Mann. Da kam mein Bruder Johannes zum Glauben. Und da machten wir mittags eine Stunde nur jeder für sich Bibel lesen. Und da lese ich die Bibel im Hesekiel von den ungetreuen Hirten. Und auf einmal traf mich jedes Wort. Mann, dachte ich, was haben die Pfarrer für eine Verantwortung? Ich kann es nicht. Ich bin auch ein ungetreuer Hirte. Und wenn ich jetzt Mut hätte, würde ich aufhören, Pfarrer zu sein. Und ich habe nichts anderes gelernt. Und da habe ich gedacht, ist das ein Grund, Pfarrer zu sein? Und Gott schlug mich zusammen. Und da habe ich gesagt, Herr, wenn du es willst, dann gebe ich mein Pfarramt auf und werde Straßenkehrer oder was du willst. Dann musst du aber weiter sorgen. Aber dein Wort sagt mir, dass ich's nicht sein kann. Dass ich viel zu böse und verkehrt und schlecht bin, ich kann das nicht. Und das gab einen Kampf, bis ich mich entschloss, Herr, ich bin bereit, mein Pfarramt dran zu geben und zu sehen, wo ich ungelernter Arbeiter werde. War mir nicht leicht ums Herz. Aber ich wollte dem Herrn gehorsam sein. Und dann sagte ich, die Stunde war beinahe rum, Herr, dann gib mir wenigstens noch ein Wort. Ich kann jetzt nicht suchen, gib mir ein Wort. Und dann schlage ich auf und lese. Jeremia 1. So du dich zu mir hältst, will ich mich zu dir halten und du sollst mein Prediger bleiben. Ich habe mich umgehauen. Ihr sagt, das ist Zufall. Nein, sag ich. So genau leitet mich Gottes Wort an den entscheidenden Stunden meines Lebens, wenn ich dauernd in ihm lebe. So genau. Seitdem bin ich Prediger des Herrn geblieben. Aber ich weiß, es hängt davon ab, ob ich mich zu ihm halte. Es gibt, ich vergesse nicht die Stunde, wo ich die Nachricht vom Tod meines zweiten Jungen bekam. Meine Jugendarbeit erwachte einen fröhlichen Pastor. Und es war mir, als wenn ein Herz in mir ein Messer in mein Herz gestoßen wäre. Ich lief durch die Anlagen in der Nähe meines Hauses und sagte, Herr, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe mir 6 Söhne gewünscht, jetzt sind die beiden, die ich hatte, tot. Und heute Abend ist eine Bibelstunde, die Jungs interessieren sich nicht für meinen Schmerz. Ich soll jetzt ein fröhlicher Pastor sein. Herr, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und dann kam ich nach Hause, ich weiß nicht, wie zerschlagen. Ich sage, Herr, tu, was du willst, aber gib mir ein Wort. Ich sage so, wie es war. Ich schlage auf. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Da fiel ich nieder und sagte, Herr, danke dir. Ich dachte, ich müsste verstehen, warum du mir meine Söhne nimmst. Ich brauche nichts verstehen. Aber gib mir den Frieden, gib mir den Frieden. Hast du versprochen? Den Frieden, der höher ist als alle von uns. Und er gab ihn mir. Und ich konnte abends fröhlich in meine Jungs gehen.
Das sind die großen Stunden. Aber wenn du täglich mit Gottes Wort umgehst, dann erfährst du, ich will dich mein Augen leiten. Und das hast du im Jahr 1965 so nötig wie die Leute im Jahr 1280. Gott gebe euch, dass ihr nicht nur moderne junge Männer seid, sondern moderne junge Männer, die vom Worte Gottes leben.